Von wo kommt ihr her? Von da! Wussten Sie schon, dass in Hamburg über 180 Nationen leben? Daher ist Switch ins Leben gerufen worden. Switch will Vorurteile ab und Freundschaften aufbauen. Wir wollen Ihnen Switch vorstellen. Das Motto von Switch ist: Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Seit nunmehr 8 Jahren begeistert das Projekt der Kulturbürger Hamburg Switch ganz Deutschland. Innerhalb von 4 Tagen besuchen sich in Hamburg lebende Kinder und Jugendliche zwischen 8 bis 14 Jahren aus mehr als 180 Nationen gegenseitig und lernen so in Gruppen zu viert die unterschiedlichsten Kulturen kennen. Der Switch, klasse, die Idee ist einfach super und die Philosophie, die dahinter steckt, toll. Und ich habe in der Zeitung gelesen vor einem Jahr davon. Und dann haben wir im Sommer mitgemacht und jetzt im Winter nochmal. Die Kinder haben sich so gefreut und Spaß gehabt und das ist der Hauptsache. Wir haben erstmal geguckt und haben wir afrikanische Spiel gespielt. Awali heißt das auf unserer Sprache. Die Gestaltung der Reisen wird dabei ganz den Familien überlassen. Und für die Organisation stellen wir bei Bedarf gerne auch Mentoren zur Verfügung. Alles kostenlos natürlich. Ich habe in Ghana gelernt, dass die Menschen nicht so viel Fußball spielen, wie ich mir gedacht habe. Ja, wir haben also getrommelt und Musik gehört. Ich habe zum ersten Mal Maultaschen gegessen. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden... Wir essen gleich was ganz Typisches, typisch Türkisches. Das heißt Börek, da drin das Brotteig, also so ähnlich wie Brotteig. Drin ist Käse zusammengerollt und wir essen noch Suppe. Ja, und dabei Salat. Wir haben natürlich schon gehofft, dass ganz viel Austausch stattfindet, dass wirklich die Kinder Gelegenheit haben, die anderen Kulturen auch ein bisschen kennenzulernen. Und nach Laras Erzählung, nach dem, was sie selber erleben konnte, war das genau der Fall. Also die Kinder waren überrascht, was es alles anderes gibt bei anderen Familien. Naja, man lernt halt jedes Mal was dazu. Und ich meine, ansonsten, wenn man sich jetzt mit Freunden trifft, dann kommt man auf jeden Fall nicht auf die Idee, sich über das Land zu unterhalten. Also vielleicht ab und zu, wie ist es da, wenn er in Ferien war, irgendwie, wie war es? Aber so richtig mit der Kultur auseinandersetzen, das ist was ganz anderes. Ob Kochen, Verkleiden, Musizieren oder das Besuchen von Veranstaltungen, bei Switch sind Vielfalt und Abwechslung das A und O zum eindrucksvollen Erleben der jeweiligen Kulturen und Traditionen. Meine Eltern kommen dort aus Kabul, da ist auch Mekka. Und dann muss man ihnen die Richtung ausbilden und dann muss man insgesamt 5-mal am Tag beten. Wir wollen Drachen machen. Die haben wir aus Afghanistan bestellt. Switch mit! Mir hat dieser Satz sehr gut gefallen. Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Und ich glaube, der bringt das auf den Punkt, auch aus theologischer Sicht. Es gibt ja unzählige Geschichten in der Bibel, die genau davon handeln, dass man jemanden nicht aufgrund seines Andersseins oder Fremdseins verurteilt. Man hat das ja gut gesehen auf dem Kennenlernabend im chinesischen Teehaus. Die 3 Mädchen, die sich da trafen, weil sie da waren, die waren ja gleich wie Freundinnen und sind ganz unvoreingenommen aufeinander zu und haben sich gefreut. Und
wenn sowas einfach noch weiter Schule macht und greift, dann ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich finde, die Kultur ist interessant mit ihren Sitten und ich mag gerne, dass die Schriftzeichen so gemalt sind, eher so wie Bilder. I believe the idea is great. We really think that the real problems of the world is because of the not understanding the other side. Ich habe gleich gedacht, das ist ein tolles Programm, weil Kinder etwas über andere Länder lernen können. Dann hat man halt weniger Vorurteile, ja, weil dann hat man mehr positive Seiten von den anderen Ländern und nicht so viele negative. Oh. No! In der Türkei hatte ich bisher noch keine wirklichen Vorstellungen. Ich habe eben nur gewusst, sie tragen Kopftücher. Okay, und sie sprechen Türkisch. Und das war es aber auch schon, was ich gedacht habe. Das Essen, ich kannte eigentlich nicht wirklich was aus der Türkei. Und ich dachte immer so, nach Türkei, hm? Aber jetzt, wo ich die Türkei oder beziehungsweise Ege, der ja aus der Türkei kommt, ja, Mene ja kennengelernt habe, gefällt mir das sehr gut. In der Türkei habe ich also ein Vorurteile gehabt und dann habe ich jetzt gelernt, dass man keine Vorurteile haben sollte, sondern man sollte erst das Land bereisen und dann kann man urteilen. Ich habe das als eine sehr gute Idee empfunden und ich glaube, die Kinder können viel voneinander lernen im Rahmen von diesem Programm. Ich finde das wirklich, ich bin ein großer Fan von Switch geworden. Wenn Sie sich und Ihren Kindern diese interkulturelle Erfahrung auch ermöglichen wollen, können Sie sich bei uns über unsere Homepage, via Telefon oder E-Mail anmelden. Bereits in den nächsten Sommerferien finden unsere diesjährigen Sommerreisen statt. Wir freuen uns auf dich!